Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Sinia, ich grüße dich. Du möchtest wissen, hat das einen Sinn, auf deinen Ex-Partner zu warten oder kommt jemand anderes? Ich habe dieses Legesystem ausgesucht. Ist er der richtige oder kommt eine neue? Und ich vergleiche beide Männer. Dein Ex-Partner, seine Karten erscheinen hier und wir stellen vor, du hast Chancen, Möglichkeiten, bald jemand kennenlernen. Und dieser unbekannte Mann schauen wir auch an. Welche Chancen, welche Möglichkeiten hast du? Was kann er dir bieten? Und seine Karten erscheinen hier. Aber erstmal schauen wir an dein Gegenwart. Und das zeigt hier dieses Schiff. Dieses Schiff hat mehrere Bedeutungen. Erstens symbolisiert die Hoffnung, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Träume. Dann bedeutet diese Karte eine Seelenreise, eine seelische Verbindung, entweder mit deinem Ex-Partner oder bei diesem neuen Mann. Das schauen wir nachher auch an. Natürlich bedeutet diese Karte eine Reise, ein Urlaub oder Ausland, Auslandskontakten. Und das hast du schon im Gegenwart. Was schwächt dich? Das zeigt hier die Wolken. Wenn etwas für dich so schleierhaft erscheint und ist alles undurchschaubar, dann fühlst du dich nicht wohl, dann bist du unsicher, hast du das Gefühl, verlierst den sicheren Boden unter deinen Füßen und auch die Geduld, verlierst auch schnell die Geduld, weil diese Karte zeigt auch die Zeit, nämlich halbes Jahr. Und wenn du weißt, du musst für etwas halbes Jahr warten, das würde dich auch schwächen. Was stärkt dich? Das zeigt hier diese Karte. Das ist das Fluss des Lebens. Vertrauen, Vertrauen, das Fluss des Lebens, dass etwas in eine fließende Bewegung kommt, ohne Anstrengungen. Die Lilien hier zeigen die Reinheit oder etwas zum Klären, Bereinigen. Und das kommt auch zum einen fließenden Bewegung. Allerdings, die Lilien hier symbolisieren auch die Intimität, deine erotische Ausstrahlung. Und jetzt betrachten wir deinen Ex-Partner. Sein Gegenwart zeigt hier diese Peitsche. Und das tut weh. Er hat Schmerz. Entweder hat er Streitigkeiten, jemand peitscht ihn, symbolisch gemeint natürlich, und das tut weh, oder er peitscht sich selbst. Warum hast du das gemacht? Das hätte man vermeiden können. Und ich glaube, das sind seine Gedanken und auch sein Gefühl. Und die Sense zeigt auch etwas in diese Richtung. Die Sense bedeutet Trennung. Er hat das bereut, dass ihr beide getrennt seid. Und das tut ihm weh. Außerdem, wenn er diesen Schmerz hat in Gegenwart, und das hat er auch, mit der Zeit wird es besser, weil die Sense trennt das. Bedeutet beides.
Die Trennung tut ihm weh, was er bereut hat. Und dieser Schmerz, diese Traurigkeit geht auch zum Ende. Was kann er dir bieten? Das zeigt hier die Sonne und das ist die Wahrheit. Du kannst ihm vertrauen. Das, was er dir vermittelt, entspricht die Wahrheit. Außerdem zeigt sein Lebenskraft, sein Lebensenergie und die Anziehungskraft zwischen euch beide. Diese Sonne bedeutet auch etwas klar und deutlich sehen, erkennen. Die Wahrheit kommt ins Licht. Und hier klärt sich etwas auf, so wie diese Karte das auch zeigt. Eine fließende und klärende Bewegung. Und die Intimität würde euch näher bringen. Deine Zukunft mit ihm ist möglich. Hier ist die Siegel drauf. Und dieser Brief kann auch eine Mitteilung sein, eine Nachricht, aber auch ein Vertrag, wie ein Ehevertrag. Jetzt betrachten wir einen unbekannten Mann. Gibt dieser Mann überhaupt? Ja, das erscheint in deiner Umgebung. Vielleicht hast du ihn schon begegnet. Dieser Mann ist dort in die Nähe, wo du wohnst, in deiner vertrauten Umgebung. Welche Hindernisse hat er? Hat er überhaupt Hindernisse? Ja, hier sind noch Steine im Weg. Das kann seinen Problemen bedeuten oder seinen Ängste. Die Steine symbolisieren das auch, weil die Angst ist der größte Stolperstein in unserem Leben. Er muss seine Ängste überwinden. Was er dir bieten kann, das ist ein Haus, ein Zuhause, auch Schutz, Sicherheit, Stabilität, Ordnung. Und die Zukunft mit ihm zeigt hier dieser Hund, er wäre treu und habt ihr auch eine freundschaftliche Bindung. Natürlich kann das auch bedeuten, du begegnest ihm, aber du liebst ihn nicht und bleibst mit ihm nur freundschaftlich in Verbindung. Deine Zukunft ist hier zum Sehen und dieser Blumenstrauß bedeutet Glück, aber auch eine Überraschung oder eine Einladung und zeigt auch die Zeit, Frühling. Bis Frühling bist du in einer Verbindung, eine stabile, liebevolle Verbindung. Du hast Chancen mit deinem Ex versöhnen. Die Karten zeigen eine glückliche Zukunft. Du hast auch Chancen, mit diesem Mann zusammen zu sein. Er bietet dir ein Zuhause, das ist familiär, aber du betrachtest diesen Mann freundschaftlich. Natürlich kann auch bedeuten, dass dieser Mann treu ist. Mal sehen, beobachte das, wie er auf dich wirkt. Ich befrage jetzt mein Pendel, dein Ex-Freund. Liebt er dich? Will er zurück? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er liebt dich und er möchte zurück. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er liebt dich nicht, das ist abgeschlossen. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet, wir lassen das erstmal stehen, weil ist alles ungewiss. Die Antwort ist, er möchte zurück, weil er dich liebt. Liebe Sinia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.
Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.